Ich freue mich auf dieses Jahr, weil dann hoffentlich wieder Hockey beginnt. Ich freue mich einfach, meine Jungs, meine Mannschaften wiederzusehen. Wir hoffentlich dann im Sommer wieder Hockey anfangen können und wieder mit unseren Vereinen hier spielen können. Wir haben aber auch einen völlig neu sanierten Fußballplatz, der noch nicht bespielt worden ist. Ja, es ist die wichtigste Aufgabe, dass die Kinder sich wieder bewegen können. Alle Kinder wieder treffen können, Freunde, Erwachsene, die uns kennen, die uns mögen und wir eben gemeinsam wieder unsere Freizeit miteinander verbringen dürfen. Haben wir am Anfang ein bisschen sowas Aufgaben gekriegt, die wir bearbeiten konnten beim ersten Lockdown. Wir haben während der Hallensaison Möglichkeiten gegeben, Zoom-Meeting, also Zoom-Training, Zoom-Meetings gemacht. Ja, die Videokonferenz ist zweimal die Woche, genau an den Trainingtagen. Einmal Athletik, einmal Technik oder Taktik. Manchmal haben wir auch Team-Events gemacht, zum Beispiel ein Riesenbild zusammengemalt. Wir haben ein kleines Gewinnspiel auferlegt und wir hatten viele tolle Einsendungen. Wir haben den Mut, dass wir uns jetzt schon mal darauf vorbereiten, auf die Feldsaison, die dann im Sommer kommt. Kaum einen Mitgliederschwund zu haben. Man sieht es ja auch an den Zoom-Einheiten oder halt jetzt bei der Lauf-Challenge, die wir haben. Dass wir wieder aktiv werden können, dass wir die Kinder motivieren. Es auch schaffen, wieder mit unseren Hygienekonzepten, die wir hier ausgearbeitet haben, wieder ein bisschen in den Sport wieder reinzuarbeiten. Was sind wir? Ein Team. Potsdam Go!